Hey Leute, heute macht Kevin ganz viel Blödsinn am Flughafen. Wenn ihr sehen möchtet, was genau passiert, dann bleibt unbedingt dran. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben und teilt das Video mit Freunden. So, und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, hier ist wieder der Ben und ich heiße euch recht herzlich willkommen auf Pandido TV. Heute im Passagierflugzeug verhaftet. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Das große einjährliche Pandido-Stadtfest steht an. Und auch dieses Jahr wird es wieder die ganz berühmten Pandido-Schokotaler geben. Die Lieferung wird zum Morgen am Pandido City Flughafen erwartet. Also, keine Sorge, dieses Jahr sollte es zu keinen Verspätungen kommen. Wow, was? Stimmt, bald ist ja schon das Stadtfest. Und diese Schokotaler sind die beste Süßigkeit in ganz Pandido City. Die muss ich unbedingt haben. Morgen am Pandido City Flughafen. Ich glaube, das gucke ich mir mal an. Und wenn die Lieferung ankommt, dann schnappe ich mir ganz viel davon. So, da bin ich. Hier ist der Flughafen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie rausfinden, wann und wo das Flugzeug ankommt. Dafür brauche ich eine gute Verkleidung. Und ich habe auch schon eine Idee. So, Jim, die Uniform ist abgeliefert. Und hier ist dein Arbeitsgerät. Vielen Dank. Dann mal viel Spaß bei deiner Schicht. Wir sehen uns dann morgen. Danke, schönen Feierabend. So, dann mal an die Arbeit. Die Passagiere kontrollieren sich ja nicht von selbst. Haha, keiner zu sehen. Sehr gut. Dann schnapp ich mir jetzt schnell eine Uniform und dann nichts wie weg hier. So erkennt mich bestimmt niemand. Und es war sogar noch ein Ausweis in der Tasche. Und damit komme ich hier bestimmt überall durch. Okay, jetzt muss ich mich nur noch durchfragen, wo genau das Flugzeug dann morgen landet. Oh, Sie kenne ich ja noch gar nicht. Sind Sie neu hier? Ja, ich bin neu bei der Security, weil im Moment so viel zu tun ist. Hier ist mein Ausweis. Ich habe eine Frage zu dem Flugzeug, das morgen kommt. Welches Flugzeug? Morgen kommen hier hunderte Flugzeuge an. Was, so viele? Natürlich. Haben Sie nicht die Anzeige im Eingangsbereich gesehen? Ich dachte, solche Dinge weiß die Security. Die Schulung haben wir morgen erst. Ich möchte gerne wissen, wann das Flugzeug mit den Schokotalern morgen ankommt. Die für das Pandido City Stadtfest. Ich soll die Ladung nämlich mit meinen Kollegen annehmen. Aber ich habe die Uhrzeit vergessen und das möchte ich meinen Kollegen natürlich nicht sagen. Sonst denken die noch, ich bin doof oder so. Ah, verstehe. Einen Moment, ich gucke eben nach. Ah, hier ist es. Die Pandido City Schokotaler werden morgen mit dem Helikopter eingeflogen und zwar um 14 Uhr. Ah, und wo genau? Natürlich beim Ladebereich für Frachtgut. Wo das ist, müssen Sie aber wissen. Ladebereich für was? Ja, natürlich weiß ich das. Dank Ihnen muss ich mich jetzt nicht vor meinen Kollegen blamieren. Tschüss. Tschüss. Seltsam. Naja, okay, wir waren ja alle mal neu hier. Okay, jetzt weiß ich, wann der Helikopter ankommt. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo. Das wollte sie mir nicht sagen. Aber hier gibt es ja noch andere Flughafenangestellte. Ich frage am besten mal da drüben nach. Hallo. Oh, guten Tag. Ich bin neu hier. Ich arbeite bei der Security. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hier hin muss. Können Sie mir vielleicht sagen, wo hier immer die Ladung abgeliefert wird? Aber natürlich, das ist kein Problem. Sie gehen einfach den Gang hier entlang, dann am Ende durch die Security-Tür und dann sind da Schilder, die können Sie nicht verpassen. Alles klar, vielen Dank. Na also, geht doch. Dann weiß ich jetzt genau, wo ich morgen hin muss. Perfekt, heute kommt die Lieferung. Ich habe extra einen großen Beutesack mitgebracht, damit ich ganz, ganz viele Schokotaler mitnehmen kann. Dann mal auf zum Hubschrauber. Die Lieferung müsste wirklich jeden Moment kommen. Diesmal muss sie wirklich pünktlich sein. So ein Fiasko wie letztes Jahr können wir uns einfach nicht erlauben. Ah, ich glaube, da kommt er. Ah, da kommt der Helikopter. Ja, so ist gut. Noch ein Stück, noch ein Stück. Perfekt.
Oh, super. Erhalt der Lieferung bestätigt. Okay, dann bringen wir sie mal ins Lager. Oh, all die Schokotaler, das sieht so lecker aus. Bald seid ihr mein. Okay, anscheinend bringen sie die Schokotaler jetzt ins Lager. Das ist mein Auftritt. Ja, genau. Einfach hier vorne hin. Die Lieferung wird in circa einer halben Stunde auch schon wieder abgeholt. Vielen Dank. So, jetzt muss nur noch der Wachmann kommen und... Bin schon da. Ah, das ging schnell. Ich habe erst in 10 Minuten mit dir gerechnet. Bist du neu? Ich kenne dich gar nicht. Ja, genau, ich bin neu. Und ich dachte mir, ich bin mal lieber ein bisschen früher da. Sicher ist sicher. Ah, sehr gut. Na dann bewacht die Lieferung. In einer halben Stunde bin ich wieder da. Dann wird die Lieferung abgeholt. Und denk dran, das ist super wichtig. Es darf nichts mit den Schokotalern passieren. Ich verlasse mich auf dich. Keine Sorge, es geht alles gut. Jetzt bin ich alleine mit den Schokotalern. Und der andere Wachmann, der kommt in 10 Minuten. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit. Na dann mal sehen. Wow, die sind ja noch viel schöner, als ich sie in Erinnerung habe. Komm zu Kevin. Ja, perfekt. Sie haben alle in den Beutel gepasst. Jetzt muss ich nur noch abhauen. Aber jetzt hat er gesehen, dass ich die Uniform anhab. Vielleicht sollte ich mich wieder umziehen, nur zur Sicherheit. Und dann nicht sie weg hier. Oh oh, ich bin etwas spät dran für das Bewachen der Pandido Schokotaler. Aber es ist keiner hier und vielleicht komme ich ja damit durch und... Moment mal. Auf der Kiste steht Pandido City Taler. Vorsicht, zerbrechlich und die Kiste ist leer. Oh nein, ich bin zu spät hier hingekommen. Oh nein, der Chef wird so sauer sein. Hallo, hier ist Lonnie. Ich bräuchte hier Verstärkung im Warenlager. Es gab einen Diebstahl. Ich wiederhole, es gab einen Diebstahl. Oh, Lonnie, was ist denn bloß los mit dir? Ich dachte, ein neuer Wachmann wäre dafür eingeteilt. Aber anscheinend war das der Dieb. Er hat sich als Security-Mann verkleidet. Ja, tut mir leid, ich hab verschlafen. Ich dachte nicht, dass es auf die paar Minuten ankommt. Ja, und jetzt sind die Pandido City Schokotaler geklaut worden. Na los, wir müssen den Dieb finden. Dieses Jahr darf echt nichts schief gehen. Also, wir suchen nach einem Security-Mann mit einem roten Helm. Chef? Ja, was ist denn? Da hinter dir im Mülleimer, da liegt eine Uniform. Was? Oh nein, das heißt, er hat sich schon wieder umgezogen. So werden wir ihn doch nie in der Menschenmenge finden. Nun ja, wir könnten die Spürhunde einsetzen. Die finden ihn bestimmt. Hm, gute Idee. Los geht's, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, genau. Nimm den Geruch ganz genau auf. Und jetzt such Boris. Ah, sehr gut. Er hat eine Fährte aufgenommen. Der Dieb darf nicht entkommen. Das läuft ja wie am Schnürchen. Aber ich glaube, irgendwie habe ich mich verlaufen. Ich finde den Ausgang nicht wieder. Ich glaube, der war irgendwo da hinten. Und war er hier? Da vorne irgendwo? Hä? Ein Hund? Oh nein, sie haben mich gefunden. Nichts wie weg hier. Ja, das ist er. Ich erkenne ihn an seinem Helm. Nichts wie hinterher. Gut gemacht, Boris. Stehen bleiben. Oh, oh. Oh nein, warum liegt denn dieser Koffer hier im Weg? Er hat mich fast. Er hat die Beute fallen lassen. Aber er darf nicht entkommen. Hä? War da was? Okay, bitte alle gesittet und geordnet durch das Tor gehen. So erkennt mich niemand. Ich verstecke mich noch ein bisschen weiter hier und dann... Stehen bleiben! Es hat geklappt. Vielleicht geht es hier raus. Ich glaube, hier geht es nicht raus. Oh oh. Ich bin in einem Flugzeug. Naja, egal. Dann fliege ich halt kostenlos in den Urlaub. Ah, dann kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen und... Oh, oh oh. Ah, ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Oh nein, geh weg. Geh weg. Och nein. Ha, haben wir dich. Schokotalerdieb, du bist verhaftet. Kevin, diesmal bist du wirklich zu weit gegangen. Du hättest beinahe Pandido Citys größtes Stadtfest ruiniert.
Ja, aber ich wollte doch nur die Schokolade. Der wichtigste Teil des Stadtfestes. Immerhin hat er die Schokoladentaler fallen lassen. Und ich habe nachgezählt, es scheint wirklich nichts zu fehlen. Das Pandido City Stadtfest ist also gerettet. Gut. Und Kevin, du wanderst jetzt erstmal ins Gefängnis. Und obwohl jeder Verbrecher eine Pandido City Schokomünze bekommt, werde ich dafür sorgen, dass du dieses Jahr keine bekommst. Was? Aber das ist gemein! Tja, aber es war auch gemein, den ganzen anderen Pandido City Bewohnern die Schokotaler wegessen zu wollen. Hm? Du bekommst nur deine gerechte Strafe und jetzt geht's ab ins Gefängnis. Oh Mann! Hey Leute, oh Mann, diesmal ist Kevin wirklich zu weit gegangen. Er hätte fast das Stadtfest ruiniert. Aber es ist ja nochmal alles gut gegangen. Wenn ihr keine Folge der Playmobil-Polizei mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dazu einfach hier oben links auf den Panda-Kopf und schon verpasst ihr kein Video mehr. Weitere spannende Abenteuer aus Pandido City gibt es hier rechts im Bild. Haha. So, ich freue mich jetzt auf das Pandido City Stadtfest, bringe Kevin ins Gefängnis und dann geht's erstmal nach Hause. Ich hab Feierabend. Bis dann. Tschüss.